Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Special von Pokémon Schwert und Schild, Schneelande der Krone, außerhalb meines Let's Plays. Als ich im letzten Part Viridium und Terrakium gefangen habe, hat man doch sehr viel zu tun gehabt und wir haben es trotzdem geschafft. Es war jedoch eine sehr große Herausforderung. Doch nun wollen wir einem noch größeren Geheimnis auf die Spur kommen. Doch bevor wir das tun, reden wir erstmal mit Sania darüber, dass wir sie alle gefangen haben. Oh, ist das etwa Terrakium, das Felsen-Pokémon? Auf dich ist eben Verlass, Draco. Vielen Dank, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Entschuldige, da sind wieder meine Gefühle mit mir durchgegangen. Hier, die Belohnung dafür. Oh. Da fehlt uns noch ein Pokémon. Oh, ist das etwa Viridium, das Wiesen-Pokémon? Das ist der Wahnsinn, wir haben es geschafft. Wer ist die beste Professorin in Gala? Sania, juhu! Ups, erzähl meiner Oma bitte nicht, dass ich das gerade gesagt habe, okay? Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier die Belohnung, das hast du dir redlich verdient. Ja, sie hat die Beförderung bekommen. Nur mit deiner Hilfe konnte ich nachweisen, dass ich mit meiner Hypothese Gold richtig lag. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Hättest du als Champ nicht schon allerhand zu tun, würde ich dich sofort als meinen Assistenten einstellen. Es gibt übrigens eine alte Legende zu Cobalium, Terrakium, Viridium. Vor langer Zeit sollen sich mit einem üblen Menschen einen erbitterten Kampf geliefert haben, um ihre Gefährten zu beschützen. Seitdem meiden sie wohl die Nähe zu den Menschen und leben in Abgeschiedenheit. Doch nun haben sie anscheinend eingewilligt, Teil deines Teams zu werden. Vielleicht bedeutet es ja, dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zugehen. Der Gedanke stimmt einen froh, oder? So, jetzt wird es aber höchste Zeit für mich, nach Hause zu gehen. So eine Forschungsarbeit schreibt sich schließlich nicht von alleine. Pass auf, dass du dir bei den Erkundungen keinen Schnupfen holst, Draco. Man sieht sich. Oh, jetzt trennen sich Tarnhill und Voldy wieder. Komm, Voldy, wir gehen jetzt nach Hause. Hm. Woll? Ich bin so süß. Ohne Scheiß. Was ist mit dir? Du bist jetzt allein. Naja, sie hat es nicht gesagt. Aber die haben sich einen erbitternden Kampf geliefert. Aber es gibt noch eine Legende, dass der Wald gebrannt hat. Und mitten im Waldbrand hat ein einsames Pokémon seine Eltern verloren. Dieses Pokémon nennt sich Keldeo. Keldeo ist das vierte der Ritter der Redlichkeit und wurden Cobalium trainiert. Und auf dieser kleinen Insel entlang des Baumes soll es leben. Wir gehen da jetzt hin. Wir gehen da jetzt hin und werden dem Geheimnis auf der Spur kommen. Vom Ballseeufer gehen wir direkt nach hier über den See. Und vom See aus gehen wir direkt hier auf die Insel. Dort finden wir Galanos-Zweige, Items aller Art und ein Topf. Ein vergleichbarer Anhaltspunkt ist ja noch nicht untergekommen. Ja, das ist ein Vergleich. Das ist, ihr habt sicher diesen Topf schon einmal irgendwo gesehen, richtig? Das ist ganz genau richtig. Dieser Topf kommt beim Currykochen vor. Und tatsächlich gibt es hier einen Fußabdruck von einem Pokémon, das den hinterlassen hat. Gleich neben dem Topf. Offenbar ist dieses Pokémon, was hier aufgetaucht ist, ein Feinschmecker gewesen und wir wollen das jetzt herbeiholen. Doch wie macht man das?
Dafür, meine lieben Leute, brauchen wir jetzt alle drei Ritter der Redlichkeit. Wenn ich die finden kann. Also, ich würde sagen, Kobalium könnte hier irgendwo sein. Oder dort. Wir sind auf jeden Fall Viridium und... Viridium und Terrakium. Kobalium muss ich nochmal finden. Ah, die beiden und das dritte brauchen wir dafür. So, wo ist es nun? Wo ist es nun? Kobalium. Ich bin mir sicher, wir haben es hier gefangen. Freigelassen haben wir es aber auch nicht. Wenn doch, wäre es scheiße. Aber ich glaube, wir finden es schon wieder. Ich habe nur ein bisschen bei mir aufgeräumt, dass es nicht so unordentlich aussieht. Beziehungsweise eigentlich habe ich nur unwichtige Pokémon weggeworfen. Das heißt, ich müsste es eigentlich gewusst haben, wenn ich das freigelassen hätte oder nicht. Aber ich habe auch irgendwann mal irgendwo eine Random Box offen gehabt und seitdem habe ich es eben irgendwo abgelegt, seitdem ich es gefangen habe. Ich hatte es auch nie im Team gehabt. Jetzt bekomme ich Angst. Ach, da ist es! Ich habe es gefunden. Keine Angst. Ich habe es gefunden. So, das sind die drei. Kobalium. Terrakium. Viridium. Terrakium. Kobalium. Kobalium ist der Anführer dieser... dieser Redlichkeits... Ritter der Redlichkeits-Pokémon. Jetzt würde man doch denken, ja, jetzt? Jetzt geht's doch eigentlich los, oder? Wir haben alle drei im Team. Aber dieser Topf ist doch ein ganz anderer Hinweis. Denn wir müssen campen. Mit den Rittern der Redlichkeit. Das heißt, wir öffnen jetzt das Camping. Und sehen... wie wir hier dann jetzt sozusagen die Ritter der Redlichkeit hier freilassen. Hat ein bisschen gedauert, weil ich hier eine Verbindung habe. Aber seht es euch an, das sind die Ritter der Redlichkeit. Wie sie halt mit meinen Team-Pokémon... Wir können jetzt auch dafür sorgen, dass sie uns erstmal mögen werden. Also werden wir jetzt hier ein Spielzeug wählen. Und ein bisschen mit ihnen spielen. Gex ist eingeschlafen. Ich mag es. Ja, ich mag es. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will was essen.
So, jetzt will es was essen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Essen zu tun hat, aber wir werden jetzt einfach mal mit ihm kochen, damit wir auch ein bisschen die Zuneigung von Terrakium ein kleines bisschen... festigen können. Und schmeißen einfach mal ein paar Giefebeeren rein. So, jetzt kochen wir schön. Ihr könnt mir dabei zugucken. Jetzt werde ich mit euch das Vertrauen zum Menschen wieder aufbauen, ihr Ritter der Redlichkeit. Ihr sollt stolz auf mich sein, dass ich euer Trainer geworden bin. Und ich will mich dich auch beweisen, während ich mit euch campe und euch vielleicht sogar mit eurem Schüler wieder zusammenbringen kann. Also Viridium freut sich schon. Dabei ist Viridium eigentlich, glaube ich, das gutmütigste der Pokémon. Und was haben wir gekocht? Kobalium ist bescheiden. Ein Frittiercurry. Oh ja, es ist gut. Es ist trotzdem nur Bronzeklasse. AP wurden hergestellt, Schadensproblem behoben, dein Team-Pokémon haben viele Erfahrungspunkte erhalten, deine Team-Pokémon sind viel zu trollig hier geworden. So, dann verlassen wir das mal wieder. Wow. Und da ist es! Keldeo ist erschienen! Das vierte der Ritter der Redlichkeit. Mess dich mit mir. Das ist auch noch die Resolutform von ihm. Das ist übrigens das erste und einzige Mal bisher, dass das Keldeo so zu fangen ist. Und das zweite Pokémon innerhalb der Generation, welches so aufzufinden ist, neben Deoxys. Deoxys war nämlich das letzte Pokémon, welches man in keiner Edition fangen konnte. Und dann schließlich hier erhältlich war. Hier werden wir dasselbe tun wie bisher auch. Wir haben es jetzt geschwächt, also werden wir es auch fangen. Der Schüler ist zurückgekehrt. Und er will sich mit den Rittern der Redlichkeit messen. Jetzt wird das Vertrauen auf eine harte Probe gestellt. Denn Keldeo hat eigentlich gelernt, sich die Menschen fernzuhalten, nachdem er als Schüler aufgenommen wurde. Er beweist nun seine Kampffertigkeiten als Ritter der Redlichkeit. Und er beweist seine Kräfte richtig, richtig gut. Und wenn man dann Keldeo gefangen haben, dann haben wir alle Viere completed. Komm schon! Ja! Die Fangrate von Keldeo ist übrigens dieselbe wie auch die der anderen Ritter der Redlichkeit. Deswegen wird es auch bei ihm etwas dauern. Aber der hat sich schon unbesiegbar gemacht.
Das heißt, er kann sich nicht weiter verbessern. Tja, manchmal will es sich verbessern und merkt nicht, dass es sich schon verbessert hat. Das ist typisch Schüler, der halt versucht, wirklich alles aus sich rauszuholen, es aber trotzdem nicht schafft. Du wirst immer der Schüler sein, Kellio. Immer. Du kannst dich zwar als Ritter der Redlichkeit beweisen, aber stärker als dein Lehrer wirst du nie. Das musst du auch nicht. Das ist jetzt, jedenfalls muss ich mal sagen, der es ist tot. Du hast mich besiegt, Schüler. Das hast du gut gemacht. Jetzt bin ich dran! Kellio, ich bin's. Terrakium, dein Lehrer. Ich werde dich jetzt prüfen. Schließ dich dem Menschen an. Dieser Mensch hat es verdient. Hohoho. Das war nicht schlecht. Kellio, ich bin es. Dein Lehrer, Kubalion. Ich weiß, die Menschen haben uns damals was Schlimmes angetan. Aber nicht alle Menschen sind so. Bitte schließ dich uns an. Werd wieder Teil unseres Teams. Es will nicht. Es wehrt sich. Kellio, du bist stark geworden. Doch deine Stärke allein wird dir nicht weiterhelfen. Du musst wieder mit uns vereint werden. Er versuchte schon die ganze Zeit. Aber deine Sturheit. Gib mit deiner Sturheit endlich nach, Kellio. Sonst wirst du niemals das perfekte Pokémon sein, welches wir ausgebildet haben. Denn was wäre sein Schüler ohne seine Gabe zu verzeihen? Bitte, Kellio, bleib jetzt bitte endlich drin! Niemals! Boah, diese Kraft, ey. Ich verschmeiß hier noch alle Bälle. Ich werde mich niemals den Menschen beugen! Fahr zur Hölle, Mann! Manchmal macht es Spaß, mir solche Handlungen auszudenken, mitten im Kampf. Los, Merseburg! Er hat noch andere Pokémon. Die muss ich alle zerstören. Würde ich übrigens die Attacke verlernen lassen, die ihm zu dem macht, was er ist. Er würde sofort seine andere Form annehmen und normal aussehen. Das Pokémon hat Kraft. Durch den habe ich jetzt schon etwa die Hälfte meiner Bälle weggeschmissen. Er unterwerft dich! Ja! Ich habe alle vier. Warum wird das so angezeigt? Merseburg, du machst Urlaub. Das trägt es. Ich habe es. So. Ich habe mich dir ergeben. Du hattest recht. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, mit dir zusammen zu sein. Habe ich doch gesagt. Aber was wird nun mit uns passieren? Kann ich dir wirklich vertrauen?
Natürlich kannst du mir vertrauen, Keldeo. Genauso wie die Ritter der Redlichkeit mir ihr Vertrauen geschenkt haben, so wirst auch du mein Vertrauen erlangen und das ultimativste Kampf-Pokémon der Welt werden. Und durch uns wirst du stärker werden. Er scheint sich zu freuen. Cool. Und so fängt man sich das allererste Mal ein wildes Keldeo ungecheatet. Und es ist ein kleines, süßes Pony. Was will man mehr? Das will man nicht! Eigentlich wollte ich gerade ein Feature zeigen, was Keldeo beherrscht. Denn Keldeo ist ja ein Wasserkampf-Pokémon. Und ihr seht, es kann durchs Wasser laufen. Das heißt, dieses Begleiter-Pokémon, wenn das erste Mal so, wenn das erste Mal auftritt, dann läuft es selbst durch Wasser. Und es liebt zu campen, offenbar. Das ist eine Anspielung auf den 15. Pokémon-Film, als Ash Keldeo gefunden hat, als sie campen waren und dann zusammen aßen. Jedenfalls, so fängt man sich Keldeo, nachdem man die drei Ritter der Redlichkeit gefangen hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal irgendwann mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.